Herzlich willkommen zu unserer Sendung Literatur im Foyer, hier aus dem Foyer des Landessenders Rheinland-Pfalz in Mainz. Ich darf Ihnen drei große Erzähler präsentieren. Michael Kleeberg, den neuen Stadtschreiber von Mainz mit seinem neuen Roman Karlmann. Robert Menasse, einen der wichtigsten und streitbarsten österreichischen Schriftsteller der Gegenwart, mit seinem neuen Roman Don Juan de la Mancha. Und Ulrich Pelzer, der von unserer Literaturkritik, Sie werden sehen, zu Recht ganz in die erste Reihe gesetzt worden ist mit seinem neuen Roman Teil der Lösung. Diesen drei Herren sitzt nun keine gemischte Runde irgendwie gegenüber, sondern drei Kritikerinnen. Und das hat auch, glaube ich, ganz gute Gründe, die Sie im Laufe der Sendung dann sicher erkennen können. Maike Fessmann, die vor allem für die Süddeutsche Zeitung schreibt und den Tagesspiegel in Berlin. Pia Reinacher aus Zürich, die aber grenzüberschreitend arbeitet und auch für die FAZ schreibt zum Beispiel. Und Ursula Merz, die früher Frankfurter Rundschau viel geschrieben hat und jetzt bei der Zeit ist. Ich möchte Maike Fessmann bitten, zunächst mal kurz den neuen Roman von Michael Kleeberg vorzustellen. Das heißt, so kurz zu umreißen, Frau Fessmann. Karlmann ist ein Roman über die 80er Jahre und ein Roman über Männlichkeit. Im Zentrum steht ein junger Mann. Am Anfang des Romans ist er Mitte 20, eben dieser Karlmann, genannt Charlie Renn. Und aus seinem Leben erfahren wir fünf Episoden von 1985 bis 1989. Zu Beginn des Romans heiratet er seine Traumfrau und sieht gleichzeitig im Fernsehen den Wimbledon-Sieg von Boris Becker zusammen mit Kumpels. Und er wird noch mal so richtig aufgeheizt und derart aufgeheizt, beginnt er die Hochzeit, weiß nicht, wohin mit seiner Energie, vögelt prompt die Freundin, die Trauzeugin, weil seine Frau so wunderschön verpackt ist in dem Hochzeitskleid. Das ist eigentlich das Motto dieser Ehe. Diese Frau wird auf den Sockel gehoben und ist unangreifbar eigentlich in ihrer Wunderbarkeit. Ja. Fünf Episoden, habe ich gesagt, werden erzählt. Es ist die Hochzeit, es ist ein Tag in einer Autohandlung. Er bekommt von seinem Vater gegen seinen Willen eigentlich eine Autohandlung zur Hochzeit geschenkt. Es ist eine Szene, wo er sich mit einer Studienfreundin trifft, mit der er ins Bett geht und recht derben Sex hat. Und am Ende geht diese Ehe erwartungsgemäß auseinander nach fünf Jahren. Bezeichnend dafür ist, dass er sich mit der Frau, mit der er verheiratet ist, eigentlich nicht unterhält und dass es erstaunlicherweise mit ihr auch keine Bettszenen gibt. Aber darüber können wir uns hinterher sicher unterhalten, was das über Männlichkeit und Weiblichkeit heißt. Eins möchte ich nur kurz sagen. Ich würde sagen, dass dieser Roman eine These hat, und zwar, dass Liebe und Sexualität nicht vereinbar sind. Mhm. Recht vielen Dank, Maike Fessmann. Herr Kleeberg, einverstanden auch mit der These? Und überhaupt? Na, wenn es denn so wäre, dann müssten wir alle daran arbeiten, es zu verändern. Was den Charlie betrifft, zumindest in dem Zeitrahmen, der geschildert ist, das heißt zwischen seinem 25. und seinem 30. Lebensjahr, würde ich der Meinung zustimmen, zumindest für ihn, für den jungen Mann dieses Alters, sind Liebe und Sexualität schwer in eins zu bringen. Vor allem eben auch die Bilder und die Vorstellungen von Sexualität auf der einen Seite und die Klischees von Liebe auf der anderen Seite und dazwischen das noch ziemlich ungefestigte Jungmänner-Ego, was da seinen Weg gehen muss. Und das ist ein ziemlich schwieriger Weg in der Tat. Jetzt habe ich, dadurch, dass da für mich überraschend eine These aufs Tapet kam, vergessen, Ihnen erstmal zu gratulieren zu der Stadtschreiberei in Mainz, die Sie ja jetzt ein ganzes Jahr ausüben.
Wir werden also öfter in Mainz die Gelegenheit haben, Sie zu erleben. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Fangen wir mal sozusagen an, das Pferd vom Hals an aufzuzäumen. Diese Formulierung habe ich heute schon mal gehört. Wie kommt es zu dem Namen? Karlmann. Als Titel oder als Name überhaupt? Beides. Im Buch wird es schon erklärt, der Vater machte Pippin der Kleine und Karl der Große. Und irgendwo dazwischen steht Karlmann. Das ist eine Erklärung im Buch, aber es ist noch keine Erklärung von Ihnen, die hätte ich doch auch gehört. Nein, genau. Der Vater des Helden, der eine ziemlich tragende Rolle spielt in dem ganzen Buch, heißt mit Vornamen Karl. Und man kann sich schon seine Gedanken darüber machen, warum jemand, der Karl heißt, seinen Sohn Karlmann nennt. Der Vorname Karlmann kommt übrigens in dem ganzen Buch nur ein einziges Mal vor, nämlich im ersten Kapitel bei der Hochzeitsfeier, als der Vater des Bräutigams, also Karlmanns Vater, Charlies Vater, die Rede hält. Und er insistiert ein bisschen auf diesem Namen, der dem Sohn extrem peinlich ist. Einmal, weil man ungerne einen derartig altertümlichen Vornamen hat. Er hat ihn denn auch, was zeittypisch ist, amerikanisiert sofort zu Charlie und hat eigentlich es so eingerichtet, dass kaum jemand überhaupt weiß, dass er Karlmann heißt. Darf ich Sie bitten, mal einen ganz kurzen Abschnitt zu lesen? Und zwar die Seite 201, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ja, war die Seite 201. Ja. Ohne Kommentar? Ich glaube, den können die Damen dann durchaus selber geben. Ja, es ist ein Kapitelanfang. Die Kapitel heißen immer nach dem Monat und dem Jahr, in dem sie spielen. Dieses hier heißt Februar 87. Manchmal, wenn es dir bewusst wird, ist es peinlich oder sogar unangenehm. Wie ein Tick oder eine allergische Reaktion oder eine chronische, immer wieder aufflammende Krankheit. Dieses automatische, kaum betritt eine Frau dein Sichtfeld, taxieren und katalogisieren. Fickbar, nicht fickbar. Übrigens weit davon entfernt, erregend zu sein oder auch nur Konzentration zu verlangen. Das ist eine Beiläufigkeit im Vorübergehen. Ähnlich vielleicht der fixen Idee und Angewohnheit eines Buchhalters, alle Zahlen und Ziffern, die er unterwegs in Schaufenstern auf Plakaten und Schildern sieht, zwanghaft addieren zu müssen. Die Silhouette zunächst, von weitem nahen, von hinten vorne, im Entgegenkommen entfernen. Bei einem Ausschlag von höchstens plus minus 30% zu den theoretischen gespeicherten Idealproportionen springt der Computer an. Durch die Humboldtstraße zu gehen, banal wie sie ist, mit ihren halbhohen 50er-Jahre-Häusern, im Rücken die schwarz-weiß quergestreiften Munzburgtürme, hat jedes Mal wieder etwas von den Schritten eines Naturforschers, der sein Schiff verlassen hat und auf den Strand zuwartet, hinter dem der undurchdringliche Urwald wie eine grüne Mauer aufragt. Und die Kleidung, was immer die Frauen selbst denken, ist völlig nebensächlich, zumindest auf der Straße. Frage der Tagesform. Franzige Jeans und Adidas manchmal genauso inspirierend wie enge Röcke und hochhackige Pumps. Nuttig, schrill, verwahrlost wird aussortiert. Der Gang wichtig. Nicht mal so sehr, ob sie mit dem Arsch wackelt. Kontrollstichproben, die Augen tak, 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 binnen einer Zehntelsekunde oben, unten, mittig nehmen und weiterleiten. Dicke Fesseln, fette Ärsche, Bäuche, kurze Hälse fallen raus. Wer war eigentlich Humboldt? Gab's nicht sogar zwei davon? Brüder? Dankeschön. Dann fragen wir doch jetzt mal die Schwestern. Frau Reinacher, fühlen Sie sich da irgendwie angesprochen, wenn Sie sowas hören? Ja, ich weiß natürlich, dass wir nicht mehr im 19. Jahrhundert sind, wo allein bei Gottfried Keller die badende nackte Judith den Puls mancher Germanistin hochtrieb. Also wir sind uns das, glaube ich, schon gewohnt seit Abteig und Philipp Ross, dass solche Szenen vorkommen. Es ist ein Einblick in die Männermaschine, würde ich sagen, wie die funktionieren. Es ist ein
verblüffender Einblick. Und die Frage ist nun, was das soll im Text, was das soll mit dem Leser. Sollen wir animiert werden? Sollen wir stimuliert werden? Ist das eine literarische Marketingstrategie vielleicht? Weil natürlich der Leser so bei der Stange gehalten wird. Diese Fragen habe ich mir gestellt, als ich diese Stellen gelesen habe, die doch ziemlich lange sind und ausführlich. Ja, haben Sie es auch so gelesen, Frau Merz? Denn man könnte ja das auch lesen, denn Karlmann da so ein bisschen, das meinte meine Frau gleich, dass da so ein bisschen Jedermann drin steckt. Ja, da steckt natürlich ein Jedermann drin, beziehungsweise der Jedermann nach 68er Fasson, den wir mal irgendwie Zaungast zu bezeichnen gelernt haben. Also irgendwie dieser Typus, der eigentlich nichts richtig will, aber auch nichts will. Das ist ja dieser Charlie Renn. Also ich meine, am Tag seiner Hochzeit vermasselt er ja nicht nur mit einem sogenannten Quickie seine Ehe, sondern er vermasselt, was mindestens genauso schlimm ist, seine gesamte berufliche Laufbahn, indem er sich von Papi die Geschäftsführung einer Autofiliale schenken lässt. Das kann ja für einen Mitte-20-Jährigen eigentlich nichts Schlimmeres geben. Das also ist dieser Charlie Renn. Und wir haben ihn jetzt gerade hier an dieser Passage gehört, als jemand, der wiederum doch zur Fixierung fähig ist. Das ist ja immerhin deshalb. Ich habe jetzt gerade gedacht, es gibt vielleicht doch noch eine andere These oder Botschaft in dem Roman, die auch in einem Roman steckt, über den wir noch sprechen werden, von Herrn Menasse. Die ist für Frauen nicht so gut, die lautet: Ihr seid so viele und ihr seid ständig da, liebe Frauen. Wenn ihr nicht da wärt, es wäre irgendwie einfacher für uns Männer. Also, aber da ihr da seid, müssen wir ständig hingucken. Und da wir nicht wissen, ob wir überlegen oder unterlegen sind, da wir sowieso nicht ganz genau wissen, wie wir der Gesamtgeschichte gegenüber uns stellen, müssen wir solche Kataloge aufbauen. Ich empfinde es, ich bin da vielleicht ein bisschen härter gesotten als Frau Reinacher, nicht als einen phallischen Angriff, diesen Blick, sondern eher einen Angriff auf die Existenz von Frauen. Aber nicht im bösen, sondern im ohnmächtigen Sinne. Würden Sie auch so weit gehen in der Deutung? Das ist eine originelle Idee, aber ich würde eigentlich das Gegenteil behaupten. Nämlich, er ist ja dankbar über die Frau, die kann man ja gut gebrauchen. Also für die, was Sie jetzt Männermaschine genannt haben. Also ich finde eigentlich das Erstaunliche, dass es ein Roman über Männlichkeit sein will und letzten Endes in diesem Gestus über Männlichkeit sein schreiben zu wollen. Dieser Erzähler, der redet ja immer rein. Also Sie haben vorhin gesagt, das ist eine Figur, der ist Mitte 20, der wird sich noch entwickeln. Das hofft man ja auch als Leser, dass es nicht ewig so mit ihm weitergeht, dass er eben Liebe und Sexualität offenbar nicht in eins bringen kann. Aber dieser Erzähler, der mitredet, der weiß ja eigentlich schon, was er über diese Art von Männlichkeit denkt. Und zwar ist er gestählt mit neurobiologischen Begründungen dafür, warum sich Männer so verhalten müssen, wie dieser Charlie Renn sich verhält. Und das finde ich eigentlich die Klippe dieses Buches, dass es mit Neurobiologie zu begründen versucht, warum der sich so verhält und eigentlich nicht mit kulturellen Argumenten. Sie müssten dann, wenn Sie einen Fortsetzungsroman schreiben, was ich höre, ja eigentlich auch diesen Erzähler austauschen, der ja an die Neurobiologie doch ziemlich stark glaubt. Ist das wirklich so, dass da eine neurobiologische These ausgestellt wird? Oder ist es nicht eher so, so habe ich es nämlich gelesen, dass die im Hinterkopf des Autors steckt, und er einen Helden so agieren lässt, als könne er gar nicht anders agieren. Vor allem ist ja dieser Held, das ist ja ein doppelter Held. Er unterhält ja auch zwei Beziehungen. Er unterhält mit seiner Frau eine Liebesbeziehung und hat dann eben noch eine andere Beziehung mit seiner Studienkollegin. Also
das ist das hure heilige Prinzip. Also die Frau, die ist eigentlich aseptisch, die stellt er auf dem Thron, die fasst er nicht an. Und auf der anderen Seite verhält er sich Testosteron gesteuert. Also eigentlich, wie Sie das gesagt haben, nach neurobiologischen Prinzipien. Und das kann er irgendwie nicht zusammenbringen. Und das ist doch eigentlich der Grundkonflikt. Diese Trennung, die sich da plötzlich durch die Beziehungen durchzieht, das sehe ich sozusagen als ein Problem. Und das andere ist das, dass der Charlie eigentlich nie als einer als Getriebener auftritt. Und in dem Sinne sehe ich das sozusagen den theoretischen Hintergrund, aber nur als Hintergrund, denn der läuft ja nun durch seine Halle, Ausstellungshalle bei Opel, wo er seine Opels verkauft, der läuft gleichsam so durch die Familie, der geht so zu der Freundin, der guckt sich so das Boris Becker-Spiel an. Immer ist er im Grunde genommen so ein Durchschnittstyp, und das hat mich wahnsinnig erinnert, John Updike, die Rabbit-Tetralogie, der ist ja auch Autohändler, da sind durchaus, auch ist da so eine Verbeugung zu Updike in dem Buch mit drin. Absolut. Und zwar auch eine passende Verbeugung, weil das auch so ein Durchschnittstyp ist. Können wir uns auf Durchschnittstyp einigen? Wenn Durchschnittstyp, wenn da nicht, unterschreibe ich, wenn da nicht so eine Art von Herablassung mitschwingt. Weil ich habe es öfter festgestellt, seit ich aus dem Buch lese und auch mit Journalisten beispielsweise, die Lesungen präsentieren, auf dem Podium sitzen, dass gerade bei den Buchmenschen und Buchspezialisten, Büchermenschen, Literaturmenschen, die Tendenz besteht, diesen Charlie im Grunde genommen, weil er eben die Tröstungen der Literatur und der Kunst nicht hat und nicht kennt, für einen Trottel zu halten. Das ist er aber nicht. Er ist das, was 95% der Menschen sind, ein intelligenter Mensch, der aber sozusagen keinen Zugang zu den Metaebenen der Literatur hat. Ein Durchschnittsmensch, durchaus jetzt nicht soziologisch grundiert, dass er irgendwo in der Mitte der Gesellschaft ist, ist ja durchaus, was man irgendwie obere Mittelklasse nennen könnte. Und ein Durchschnittstyp natürlich in seinen Leidenschaften, in seinem Schicksal, es passiert ihm absolut nichts Berauschendes und er stemmt sich auch nicht in die Höhen der Gesellschaft. Aber ein Durchschnittstyp nicht im Sinne sozusagen eines armen Teufels oder eines Trottels, auf den man irgendwie hinabblicken müsste oder dürfte. Das ist völlig richtig, Frau Fissmann. Ja, aber das Problem ist doch nicht, dass der Charlie ein Durchschnittstyp ist, sondern dass er einen Erzähler zur Seite hat, der sehr, sehr, sehr viel intelligenter ist. Also ich begrüßte sehr, wenn die Figuren nicht einfältig sind und der Autor immer sagt, na ja, der ist halt so einfältig, also muss der Roman so einfältig sein. Das finde ich sehr gut, dass dieser Roman insgesamt intelligenter ist als die Hauptfigur. Aber es gibt doch einen Konflikt intelligenter, intellektueller, ambitionierter. Nicht intelligent ist das Stichwort, glaube ich, sondern Ambition. Wenn ich das ganz kurz sagen darf, da, wo sich auf der, wie ich finde, ein bisschen heiklen Weise der Autor von seiner Figur trennt, ist, dem Charlie fehlt es nicht an Intelligenz oder Wissen, sondern an Ambition. Also er betreibt nichts wirklich. Er lässt sich den Beruf schenken. Der Seitensprung, den er begeht, den macht er noch nicht mal mit einer Frau, die er kennenlernt, sondern mit einer alten Schulfreundin. In der trostlosesten, spießigsten Weise, die man sich vorstellen kann, das machen viele. Aber er trennt ja auch, das, was Sie Konflikt genannt haben, Liebe und Sex auf eine Weise, wie das sein Großvater vielleicht gemacht hat, aber in einer würdevolleren, klassischeren Form. Charlie ist ein Erbe von Ambitionen. Der Erzähler aber stemmt einen hochambitionierten an den größten Namen der moderne, klassischen Moderne geschulten Roman. Da könnte es einen Konflikt geben. Diese Ambitionssymmetrie, schon in der ersten Szene zeigt uns der Roman, was ein Triumph ist, was ein großes Entree ist, nämlich heiraten und Boris Becker beim Siegen in Wimbledon anschauen. Und damit zeigt der Roman aber auch seine Figur, das kannst du nicht.
du hast keine Ambition. Also das meinte ich, das Problem ist nicht die Durchschnittlichkeit des Helden, sondern dass er einen Erzähler zur Seite hat, der immer zeigt, wie toll er ist gegenüber diesem Helden. Ja. Auch wenn er diese, ich glaube dem Autor sehr wohl, dass er seine Figur nicht verraten will. Aber nicht verrät. Nein, die wird auch nicht verraten. Aber für den Leser ist doch immer spürbar, dass da einer seine Pirouetten dreht nebenher und nicht einfach eine Durchschnittsexistenz zum Tragen komme und dass der Erzähler es natürlich mit so einem auch leicht hat. Mit so einer Durchschnittsexistenz. Da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, das können wir leichter darüber sprechen, wenn wir über den Roman von Robert Menasse gesprochen haben. Das machen wir jetzt gleich. Genau das nicht geschieht, der seine Figur nicht verrät. Ja. Das ist der Unterschied. Machen wir jetzt sofort. Wollte ich jetzt nicht. Robert Menasse hat mit Don Juan einen leichtfüßigen, hochironischen und tief ernsten Roman geschrieben über die Liebe der Nach-68er, die Liebe nach der sexuellen Revolution, die Liebe nach dem Totalliberalismus und wir müssen auch sagen, der Pornofizierung des Alltags, die wir alle täglich erleben. Es ist eine furiose Beichte in Ich-Form. Das Hauptthema, um das seine Figur geradezu obsessiv kreist, ist der Verlust der Lust und die Suche nach der idealen Frau. Nathan ist der 50-jährige Held im Zentrum. Er ist Journalist, er ist bezeichnenderweise Leiter in einem Magazin des Ressorts Leben. Er ist also ein Spezialist des Zeitgeistes und hat jede Lust an der Liebe verloren, obwohl er zwei Ehen hinter sich hat und eine stattliche Anzahl an Affären vorzuweisen hat. Die erste Ehe endete gleich in der Hochzeitsnacht. Die angetraute Frau kiffte und saß im Schneidersitz unter einem Poster von Che Guevara. Und Nathan beginnt gleich zu überlegen, bei der Rückkehr nach Berlin, wie er die Scheidung vorantreiben könne. Seine zweite Frau, mit seiner zweiten Frau führt er eine sogenannte glückliche Ehe, was immer das heißt. Glücklich insofern, als er gleichzeitig mit der Dozentin Christa ein Nebenleben führt. Er trifft diese Dozentin regelmäßig in einem Hotel zur Spinne, wo er mit ihr die Liebe macht und sich relativ experimentierfreudig zeigt. Dankeschön. Herr Menasse, einverstanden mit der Darstellung oder was zu ergänzen? Nein, es gibt Widersprechen. Also, wissen Sie, ich widerspreche Literaturkritikerinnen grundsätzlich nicht. Das ist schon mal sehr klug. Ich habe ein einfaches Lebensprinzip, sage, kritisiere immer die Politiker, kritisiere nie die Kritiker. Aber zu ergänzen vielleicht. Eine kleine inhaltliche Korrektur. Bei der ersten Ehe, er lernt seine erste Frau kennen bei dem Kuba-Solidaritätsfest, wo sie kiffend unter einem Che Guevara-Poster sitzt und verliebt sich in sie, weil er sie so als Ikone erlebt. Stellt fest, als er sie dann geheiratet hat, dass sie beschließt mit der Eheschließung, es sind wir erwachsen und schmeißt den ganzen Stoff weg. Und er merkt, er hat eine ganz andere Frau geheiratet, als er geglaubt hat. Also das war eine kleine inhaltliche Korrektur. Aber es geht in der Tat um Lust, beziehungsweise um den Verlust von Lust und um diese fixe Idee einer Epoche. Sexualität sozusagen als Befreiungsinstrument einzusetzen. Das ist eine sehr schrullige Geschichte, wenn wir das recht überlegen. Ja. Jede Generation oder jede Epoche hat eine fixe Idee, daran erkennen wir die Epochen. Und wenn dann die fixe Idee lächerlich wird, wissen wir, die Epoche ist vorbei. Also es gab Generationen, die Großeltern, da war das die Nation, die fixe Idee war die Nation. Ja? Da hat kein Deutscher ein Butterbrot essen können, ohne sich zu denken, deutsches Brot, deutsche Butter und so. Nicht? Wir lachen darüber, das beweist, die Zeit ist vorbei. Nicht? Dann hat es einiges angerichtet, dann kam die fixe Idee, Ärmel aufkrempeln, Wohlstand schaffen. Ganz unpolitisch, so Adenauer und so, also
garstig Lied, Wohlstand schaffen. Dort kein deutscher Mann aufs Pissoir gehen können, ohne die Ärmel aufzukrempeln. Nicht? Sehen Sie, Sie lachen, das heißt, die Zeit ist vorbei. Nicht? Also bitte beim nächsten Mal jetzt nicht lachen. und dann kam eine Zeit, in der war die fixe Idee die Befreiung. Alles musste befreit werden. Man konnte nichts tun ohne Befreien. Nicht? Und ein ganz wichtiges Instrument war die Sexualität, die sexuelle Revolution. Man hat geglaubt, durch die Befreiung der Sexualität Freiräume insgesamt schaffen zu können, wo man die gesellschaftliche Befreiung vorantreiben kann. Und wenn man sich heute vorstellt, dass es eine Zeit gab, so in den frühen 70er Jahren, wo ein junger Mann, eine junge Frau miteinander ins Bett gingen und sie haben nicht einfach sich geliebt, sondern sie haben die Sexualität befreit. Ja, Sie lachen. Sehen Sie, das ist der Beweis. Diese Epoche ist vorbei. Was kann man tun, wenn etwas vorbei ist, wenn die Eule der Minerva ihren Flug beginnt? Darf ich jetzt mal ganz kurz Man kann es erzählen. Das ist der Anspruch des Romans. Man kann es erzählen. Was ist da geschehen? Was ist geschehen an Lächerlichkeiten und auch an kleinen, banalen Tragödien in dieser Zeit, wo wir geglaubt haben, wir können uns sozusagen frei vögeln? Ja. Gut, mir hat es jetzt ein kleines bisschen die Sprache verschlagen. Ursprünglich wollte ich danach fragen, wann Sie geboren sind, obwohl ich das sehr genau weiß. Im Jahr des deutschen Triumphes, nämlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Das heißt, Sie haben die Zeit der Repression, die vorher auf Sexualität lag, gar nicht miterlebt. Sondern Sie haben sie nur aus zweiter Hand noch erfahren. Mhm. Und das ist jetzt dann, ich spreche jetzt nicht über Ihr Buch, sondern über das, was Sie jetzt da drüber gesagt haben, ist das schon eine gewisse Verkürzung, wenn Sie das nur parodistisch nehmen. Man muss nämlich dieses Moment der historischen Berechtigung durchaus mit einbeziehen. Aber da können wir jetzt gleich vielleicht drüber sprechen. Ich habe noch eine andere Frage. Das gebe ich Ihnen vollkommen recht. Nur ich muss ein Geheimnis anvertrauen, Herr Lübcke. Dann sagen Sie es ganz laut, ja. Das Geheimnis ist folgendes: Ich habe alles, was vor meiner Geburt geschehen ist, nur aus zweiter Hand erfahren. Das. Aber wissen Sie, ich habe einen großen Vorzug. Ich habe lesen gelernt und dadurch habe ich sehr, sehr viel über die Zeit vor meiner Geburt lesen können. Zum Beispiel ist mir die Zeit der deutschen Junker sehr vertraut. Ich habe Fontane gelesen. Ja, aber ich habe einmal ein Erlebnis gehabt mit einem Dichter aus Rumänien, Rolf Bossert hieß der. Mhm. Der hat sich umgebracht, nachdem er in Deutschland war, oder ist umgebracht worden, der wird rumgemunkelt. Der kam nach Deutschland, hatte im Goethe-Institut von Bukarest die Zeit, den Spiegel, die FAZ, Frankfurter Rundschau, Merkur, Manuskripte, das alles gelesen. Er sagte, er ist sicher besser informiert gewesen als jeder Deutsche. Mhm. Aber, dass es Zigaretten im Automaten gab, wusste der nicht. Mhm. Und das war für ihn als starken Raucher eine wirkliche Befreiung. Mhm. Ich wollte nur sagen, manches ist schon ein Unterschied, ob man es aus erster oder zweiter Hand hat. Mhm. Das ist ein bisschen rechthaberisch. Aber ich sage, wenn Sie das unterscheiden mit erster und zweiter Hand, ich bin in der glücklichen Lage, zwei Hände zu haben. Völlig andere Frage, wie kommt es denn zum Titel? Das ist eine alte Lieblingsidee von mir, seitdem ich mich mit der Romanform beschäftige. Jetzt war es endlich soweit, dass ich diesen Roman schreiben konnte. Ich glaube, dass alle großen Romane, alle Haupthelden, alle großen Romanfiguren in irgendeinem Mischungsverhältnis eine Mischung aus Don Juan und Don Quixote sind. Und zwar, wenn wir die beiden als Paradigmen des menschlichen Lebens überhaupt sehen. Der Don Juan als Typus, als Paradigma, ist ja nichts anderes als der Glückssucher. Er ist vollkommen missverstanden und missinterpretiert, wenn wir glauben, er ist ein Frauensammler. Der will einfach nur eine Frau nach der anderen. Das stimmt nicht. Der will sein Glück und er würde schon bei der nächsten bleiben, wenn sie ihn erlösen könnte. Weil sie das nicht kann, muss er weiter. Das ist der ewige Glückssucher. Wer hier in diesem Raum imstande ist, beglaubigt zu sagen, ich suche nicht mein Glück, ich bin
zufrieden, ich gehe nicht mehr weiter, mir ist alles weiter egal, ich suche kein Glück, der kann die Hand heben, wir werden sehen, es wird keiner die Hand heben. Jeder sucht sein Glück und geht immer weiter. Das ist der Don Juan-Typus, als Paradigma der menschlichen Existenz. Und das zweite ist der Mann von La Mancha, der Don Quixote. Der Don Quixote ist vollkommen falsch interpretiert als lächerliche Figur, die hinauszieht und dann irgendwelche kühn, dreist, absurden Abenteuer erlebt, die lächerlich sind, das stimmt nicht. Der Don Quixote ist nichts anderes als ein gebildeter, hochbelesener Mann, der aufgrund seiner Lektüre ein Weltbild entwickelt hat. Das ist, was alle belesenen Menschen haben. Sie haben aufgrund ihrer Lektüre ein Weltbild. Oder aufgrund ihrer Bildung, aufgrund ihrer Ausbildung und Sozialisation. Aber eine Vorstellung von der Welt. Und dann kommt der Moment im Leben jedes Einzelnen, wo er sagt, jetzt weiß ich, wie die Welt ist, ich muss hinaus und möchte mich in dieser Welt beweisen. Das ist eine Erfahrung, die jeder Einzelne hier gemacht hat. Ich will hinaus, möchte mich in der Welt beweisen. Und welche Erfahrung macht man dann? Die Welt ist nicht so, wie wir gelernt haben. Das ist das Paradigma des Don Quixote. So. Und das ist in einem gewissen Mischungsverhältnis das Dilemma jeder einzelnen menschlichen Biografie. Ja? Eine Mischung aus Don Juan und Don Quixote. Man sucht sein Glück, geht hinaus in die Welt und stellt fest, die Welt ist nicht so, wie wir es gelernt haben. Und dann wird es tragikomisch. Ja? Mhm. Und wenn man das jetzt umlegt auf eine Epoche, und zwar auf eine Epoche, die ich erlebt habe, sozusagen, aus der ich aus erster Hand berichten kann, was Sie ja vorziehen, dann ist es die Zeit nach 68. 68 war ein Kind, war ich zu jung, aber ich bin dann nach 68, also in der Zeit unmittelbar danach, auf die Universität gekommen. Da saßen die ganzen Veteranen im Besitz des Bartes und der Nickelbrille und haben uns erklärt, also wie die Welt sein soll und so weiter, wie wir eine Vorstellung von der Welt bekommen. Und als ich hinausging in die Welt, war sie anders. Ja, das war mein Don Quixote-Erlebnis. Und gleichzeitig habe ich natürlich mein Glück gesucht. Das war mein Don Juan-Erlebnis. Und daraus habe ich sozusagen versucht, aufgrund der fixen Idee, die diese Zeit hatte, Befreiung in jedem Bereich, in jedem gesellschaftlichen Feld, mit allem, was man tut, irgendwann muss man befreien. Das ist ja gegangen am Ende, bis man kann nur mal einen bestimmten Kaffee trinken, weil nur mit diesem Kaffee befreien wir die Kaffeebauern in Guatemala. Verstehen Sie? Es war alles immer im Hinblick auf die Befreiung. Das wollte ich erzählen, fokussiert durch diesen Blick über die fixe Idee einer Zeit in dieser Kreuzung des Glückssuchenden an der Realität scheiternden Menschen. Don Juan de la Mancha. Und jetzt frage ich mal drei Frauen auf einmal, mal sehen, wer zuerst antwortet. Ich habe das Gefühl, dass das mit der ersten Hand und dieser einfachen Dichotomie, dieser einfachen Trennung, Don Juan auf der einen Seite, Don Quixote auf der anderen Seite. Das ist keine Trennung, das ist eine dialektische Verquickung. Tun Sie das ein Dumm interpretieren, das ist keine Trennung. Das ist eine Kreuzung. Gut. Ich bin durchaus bereit, auf meinen alten Lieblingsbegriff Dialektik da zurückzugreifen. Bitte. Und diese Verknüpfung des wechselseitigen Umsprungs, wenn man die Suche des einen weit genug treibt, dann kippt es ins andere rum und umgekehrt, das so zu nehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das manchen Frauen zu undifferenziert trotz allem erscheint. Bitte sehr. Jetzt also kommt die Höflichkeit. Ich fand es ganz ulkig, das ist aber jetzt nur ein Aperçu, dass er den Kritikerinnen nicht widersprechen wollte. Und wir konnten alle nur noch lauschen, weil sie dann einfach stattdessen erzählt haben. Ich war ganz erstaunt, dass sie was völlig anderes erzählen, wie das, was ich gelesen habe. Das hat mir gut gefallen, was Sie erzählt haben. Mir hat es auch gut gefallen, was ich gelesen habe. Aber ich habe was völlig anderes gelesen. Und zwar, dass diese Figur ja eigentlich ganz naheliegend eine Kombination ist. Und zwar auch ganz banal zwischen Don Juan und Don Quixote. Nämlich eigentlich ein trauriger Ritter der Verführung. Einer, der verführt und dabei immer komisch ist. Ja. Und auch sich selbst dabei beobachtet und sich selbst komisch findet. Dadurch, dass er, also es fängt ja eigentlich mit dem Ende an, dass er keine Lust empfinden kann und deshalb umso mehr Frauen hat. Und dann erzählt er dieser Psychiaterin seine Geschichte, warum das alles so passiert ist.
Und wenn ich jetzt ganz kurz das zusammenbringen darf an der Stelle schon, ist es erstaunlich, dass also bei beiden Helden eine Hochzeit stattfindet. Kommt vor im Leben. Nein, der Satz war noch nicht zu Ende. Eine Hochzeit stattfindet und der Mann sich in der Hochzeitsnacht eigentlich schon von der Frau trennt geistig und dass bei beiden im Hintergrund ein Vater regiert, der offenbar alles kann, der omnipotent ist, ja, der einfach Autohäuser verschenkt, der lässig ist, der Journalist ist, der die Frauen kriegt und das auch noch genießen kann und cool ist und alles, was so ein Mann sich vorstellt, wie es schön wäre, dass er ist, kann dieser Vater. Und daneben ist dieser Ritter von der traurigen, fröhlichen Gestalt, der sich dabei beobachtet, wie er die Frauen verführt und immer dabei merkt, dass er es tut. Das ist ja eigentlich das Problem, dass er merkt, dass er es tut und nicht, dass er befreit ist. Aber das Entscheidende ist doch, er ist an einem bestimmten Endpunkt angekommen. Und das ist insofern, das ist interessant, auch exemplarisch für diese Generation, die auch meine Generation ist. Wir haben ja doch die Repression noch ein bisschen erlebt, wenn auch aus Erzählung. Also ich würde sagen, wir waren Übergangsmodelle. Wir haben halb die Repression erlebt, halb haben wir den Fall aller Tabus erlebt. Und dann kam die Liberalisierung und dann kamen die Romane, die eben die Liberalisierung und die Sexualität feierten. Und das finde ich jetzt auch eine sehr interessante Recherche eben am Übergang zum 21. Jahrhundert, wo eben gezeigt wird, dass der Mann schlicht nicht mehr weiter weiß. Er darf ja alles. Und was hat uns das gebracht, dass wir alles dürfen? Das ist ja der Punkt. Er ist ja, er empfindet nur Degu. Er muss zu einer Psychiaterin, zu einer Psychoanalytikerin. Und es gibt sehr schöne Szenen, dass er so in die Krise gerät, dass er eigentlich anfängt zu regredieren. Er nimmt zum Beispiel dauernd Bäder, er nimmt warme Bäder, er kriecht quasi in seiner Not, in seiner großen Krise zurück in den Mutterbauch, um sich irgendwie wieder selbst zu finden und irgendeine Orientierung eben zu bekommen. Und das zeigt doch eigentlich das Empfinden einer Generation, die jetzt alles darf und damit eigentlich nicht viel anfangen kann. Aber das ist das ein Männerproblem, würde ich sagen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ist das? Nein, alles dürfen. Also jetzt in spezielle Form, ganz kurz. Alles dürfen heißt für einen Mann immer können müssen. Und davon handeln diese Szenen immer. Also ich weiß, im Hinblick auf meinen Roman ist es ungerecht. Also man kann jetzt sagen, also das Problem ist der große Druck und die Last des immer können müssen, sondern es geht um die Lust, ja, und nicht ums Können. Also es geht um die Lust und um die Eifersucht des Mannes, dass die Frau womöglich mehr Lust empfindet als der Mann. Also in dem Augenblick, wo man das erzählt, also diese Lust, Eifersucht, ist es klar, dass es so gesehen ein Männerbuch ist. Aber andererseits ist es genau im Hinblick darauf, dass in dieser Zeit, und das wird auch mitreflektiert in der Erzählung, die Idee, sozusagen diese Unisex-Idee, diese Transgender-Geschichte aufgekommen ist, was beide Geschlechter sehr beschäftigt hat. Ja? Also, und das ist auch die Pointe des Buches, geht es im Wesentlichen genau darum, diesen einfachen, simplen Männerstandpunkt, ich bin ein Mann und ich habe so typisch männliche Probleme, zu verlassen. Ja? Also darauf lege ich schon Wert. Ich kann mit dieser Trennung Männerbuch, Frauenbuch so nicht viel anfangen. Es sind ja Mitspieler, es spielen ja beide mit. Auch diese Frauen, diese Geliebten, die sind Mitspielerinnen. Es ist mehr ein Problem der Mechanik vielleicht der Männer, die Sexualität mechanisch ausüben in ewigen Wiederholungs- und Leistungszwang. So würde ich das sagen. Und die Frauen spielen ja vielleicht sogar fast noch raffinierter. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Nathan wird am Schluss verlassen von dieser Dozentin, die ihm doch viel Freude bereitet hat. Sie serviert ihn kalt ab. Sie hat einen Ruf nach Berlin bekommen und die Karriere ist ihr wichtiger. Und sie teilt ihm das mit einem halben Satz mit. Also die Frauen sind ziemlich emanzipiert. Das ist das eine. Die Frauen sind emanzipiert. Sicher ist richtig, die Perspektive bei beiden Büchern ist rein männlich. Die Problematik ist es meiner Ansicht nach nicht. Ich glaube, man könnte einen vergleichbaren Roman aus der Perspektive einer Frau schreiben, die ihre Enttäuschungen
mit solchen Typen dann durch die Jahre verfolgt und der ähnlich aussehe, auch ähnliche parodistische Züge hätte und genauso auf die, ja, auf eine Zeit auftrifft. Ja, klar, ginge das. Wobei, ich habe es wirklich in erster Linie als eine Komödie gelesen, mit dem großen Vorzug, den ich vorhin schon angedeutet habe, dass sich der Roman ja auch ein bisschen über sich selber lustig macht. Er macht sich auch selber sozusagen das, was er ist, rein von der Annahme her, nämlich ein epischer Bildungsroman. Darüber macht er sich ja auch lustig, weil er sagt, okay, ich erzähle jetzt mal die große, meine biografische Bildungsgeschichte, also was leicht Pathetisches sozusagen aus der Kopfkissenperspektive. Und es ist ja sehr antipathetisch. Und sozusagen alle Witze werden auf Kosten des Erzählers und Helden gemacht, nicht auf Kosten anderer Figuren. Das finde ich keine kleine Leistung, zum einen. Zum anderen habe ich an dem Roman noch mal gemerkt, dass diese Zeit, die inzwischen ja so ein bisschen zurückgefallen ist durch die Wende, ja, diese 70er, frühen 80er Jahre, einen wahnsinnigen Komödienstoff allein durch die uns einmal sehr heilige Idee ergeben, dass alles private politisch ist und umgekehrt. Also, es klingt heute noch komischer, als es vielleicht mal war, aber es ist ein sehr eigenartiger Komödienstoff, der hier auch, der natürlich auch tragisch ist. Mhm. Also ich das meine, daran sind auch sehr gute politische Ideen natürlich auch irgendwie kaputt gegangen, würde ich sagen, an dieser Überprivatisierung. Und ein bisschen stimmt es aber auch, das kommt mir auch so vor, dass aus der damaligen Nähe zur Zeit sah es so aus, als seien die Frauen eher die Opfer dieser merkwürdigen sexuellen Befreiung. Und heute sieht es mir anders aus. Also ich höre auch viel öfter von Männern, die irgendwie erzählen, wie grauenhaft sie es damals fanden, allein schon, wenn sie drei Bier getrunken hatten, noch so klar zu sein, irgendwie die Anzahl der Frauen, mit denen sie was hatte, in die Höhe zu treiben. Was ja verrückt ist. Normalerweise würde man sich schämen und die Zahl niedriger machen. Aber zu sagen, es waren 50, aber es waren nur drei, das ist ja schon eine merkwürdige Idee. Das ist richtig. Die lasse ich jetzt mal so unkommentiert stehen und gehe auf den Satz vorher zurück. Das stimmt jetzt nicht aus meiner Sicht, weil es nur eine Annahme. Ich will, also. Ich will jetzt auch gar nicht über die Zahlen diskutieren, sondern wollte zurück auf die These, dass Private politisch ist. Das haben Sie sehr weit weggeschoben, aber Sie haben jetzt eine wahnsinnige Schwierigkeit. Sie müssen die Kurve wieder kriegen, das ganz nah ranholen. Denn ich glaube, bei Ulrich Pelzer kann man das durchaus im Hintergrund immer mitspielen sehen, oder? Dann mache ich jetzt mal eine kleine Denkpause. Ja, weil Sie müssen jetzt Ulrich Pelzer vorstellen. Und versuche Ulrich Pelzer vorzustellen. Ja, das ist ein Roman, der zwar auch in die Vergangenheit führt durch eine Recherche, der aber in unserer Gegenwart spielt, vor allem klimatisch. Er zielt sogar ins Herz der Gegenwart, würde ich sagen, nämlich da, wo die Wirklichkeit sehr schwer zu greifen wird, sich eventuell sogar virtuell auflöst und zumal nicht mehr klar ist, wie sich eigentlich die Vertreter des Staates und ihre vernetzenden Strategien und die Gegner des Staates und ihre vernetzenden Strategien unterscheiden. Konkret gesagt, im Zentrum des Romans, der in Berlin spielt, steht ein Berliner namens Christian. Er ist Mitte 30, ein Freelancer, Journalist, noch nicht einmal krankenversichert, vermutlich ein ehemaliger Bummelstudent, der sich von Gelegenheitsaufträgen kleinerer und größerer Art ernährt. Man kann nicht genau sagen, ob er eigentlich etabliert ist oder unetabliert, aber ihm brennt ein Thema auf den Nägeln, nämlich er möchte der Geschichte der Roten Brigaden nachforschen, dem italienischen mehr oder weniger Pendant der bundesrepublikanischen RAF. Und er möchte in Paris illegal untergetauchte Angehörige der ehemaligen Roten Brigaden treffen.
Er trifft zunächst aber in Berlin eine Studentin, die über Jean-Paul arbeitet. Sie heißt Nele. Es entsteht sehr schnell eine sehr hitzige, wirkliche Liebesgeschichte, in der Sex und Liebe nicht auseinandertreten. Nele wiederum ist Vertreterin einer Widerstandspolitik, die sich von der Vorgänger der RAF, der Linken oder der Roten Brigaden dadurch unterscheidet, dass die Aktionen nicht so genau zu benennen sind. Und es sind Aktionen, die sich in erster Linie auf die allgemeine, fast, würde ich jetzt mal wagen zu sagen, totalitäre zivile Überwachung durch den Staat oder andere Institutionen zielt. Sie zerstört mit ihren Compagnons Überwachungskameras. Das ist sozusagen das narrative Gehäuse des Romans, dessen Besonderheit ist, dass ein bestimmtes Klima des Verfolgens und Verfolgtwerdens, ein fast paranoides Klima durch die Erzählweise ganz unmittelbar spürbar wird. Und es ist ein Roman, der in der Gegenwart spielt, aber kein Science-Fiction ist und dennoch sozusagen einen starken Schatten auf unsere, würde ich auch wagen zu haben, Zukunft wirft. Dankeschön. Herr Pelzer, einverstanden damit oder auch Ergänzung oder eine Korrektur? Nö, ist schon weitgehend richtig beschrieben, klar. Auch bei Ihnen die Frage, wie kommt es zu dem Titel? Und der hat ja was, glaube ich, sehr Programmatisches auch. Bekannt, allgemein bekannt ist der Titel als Teil eines Zitats, das Holger Mainz zugeschrieben wird. Entweder bist du Teil des Problems oder du bist Teil der Lösung. Dazwischen gibt es nichts, also was eine ganz harte Konfrontation aufmacht, die Welt binär aufteilt in Verbündete und Gegner oder Feinde. Das hat allerdings eine Vorgeschichte, das stammt aus dem Kampf der Black Panther. Das heißt, es ist im Original ist es von einem der Black Panther-Führer geprägt worden, whether you're part of the problem or you're part of the solution. Aber de facto markiert das ein Niveau und eine Konfrontation der Auseinandersetzung, wie sie typisch für die 70er Jahre gewesen ist und wie sie dann auch typisch gewesen ist für eine Gruppe, die die 70er Jahre in ihrer Militanz repräsentiert, die Roten Brigaden, wobei man dann noch vielleicht anmerken muss, dass der sogenannte militante Widerstand in Italien eine andere Dimension hatte. Also im Unterschied zu dort, es waren wesentlich mehr Leute und das war eingebettet in eine große linke autonome Bewegung, an deren Ränder ausfransten hin zur Terrorismo diffuso. Nannte. Christian ist Mitte 30, er weiß, ja. über die Zeit sehr wenig und er fängt an zu recherchieren. Ihn fasziniert eher der Gedanke, dass Leute, die im Untergrund waren, dann in Frankreich so eine Art bürgerliche Existenz, so eine Art Exil unter Mitterrand genossen, so in so einer Grauzone lebten, sich was man bürgerliche Existenz nennt, aufbauten, plötzlich nach 20, 25 Jahren mit den Schatten der eigenen Vergangenheit ganz unmittelbar konfrontiert werden und wieder abtauchen müssen. Das heißt, das ist der bekannteste Fall, Cesare Battisti, ein Krimi-Autor, der geflohen ist, gegriffen wurde und wo dann, also dieses Phänomen, eingeholt zu werden von einer Vergangenheit, die man einfach nicht mehr auf dem Monitor hat. Und das interessiert ihn. Aus zweiter Hand, ne? Er hat das aus zweiter Hand, natürlich. Und es wird natürlich, ja, ja. Christian, es wird markiert. Das Buch hat nicht den Anspruch, die Geschichte der 70er Jahre zu erzählen. Entschuldigung, das ist ja genau der Ansatzpunkt für diesen Christian. Weil er es nur aus zweiter Hand hat, will er zu denen, die beide Hände haben, wie Sie da sagen, und will denen in die Augen gucken, nicht auf die Hände, und will sich von denen erzählen lassen, weil er an dieser Geschichte interessiert ist. Ja. Aber völlig andere Frage. Die Frau Merz hat das Buch jetzt dargestellt und das klingt alles so, als würde das eine durchlaufende, fortgesetzte Geschichte sein. Sie hat zweimal das Wort Erzählweise gebracht. Es ist schon eine besondere Erzählweise. Was mich da besonders interessiert dran ist, wie man bei diesem Spektrum, was Sie aufmachen, mir kam das selber vor wie das Sony Center, das dann so aus einzelnen Scheiben besteht. Das muss man ja erstmal auch architektonisch konstruieren, unter einen Rahmen bringen, wie Sie das zu einem Bild zusammengefügt haben. Wie haben Sie selber immer die Übersicht behalten?
indem ich Zettel an der Wand hatte und Pläne und dem der Plot vorher da war und ich mir dann natürlich auch überlegt habe, wie ich dieses gewissermaßen diese fragmentierte Wirklichkeit zumindest in dem Buch noch zu einer Art Totalität hin erzählen kann. Und das sind einfach technische Kniffe, die wird jeder kennen, indem er einfach sich einen Plan des Buches macht und dann Kapitel für Kapitel oder Abschnitt für Abschnitt sich überlegt, was da erzählt werden muss, was nicht erzählt werden darf, um gewissermaßen um eine Spannung zu halten. Aber tatsächlich ist es so, dass die erste Szene spielt vor den Überwachungsmonitoren des Sony Centers, also wo 25 Monitore hängen. Da sitzen Wachschützer davor, die sich die Wirklichkeit des Centers draußen 25-fach fragmentiert auf diesen Monitoren anschauen. Und das ist halt das Konstruktionsprinzip des Buches auch, dass was wir Wirklichkeit nennen, nicht mehr als Totalität vorgestellt wird, sondern vollkommen fragmentiert auftaucht und dass dann aber schon beim Lesen so eine Art Synthese, so eine Synthetisierung beim Leser stattfindet, dass er dann irgendwann mitkriegt, wie die Figuren miteinander zusammenhängen. Also den Plot. Frau Festmann, irgendwo habe ich mal über ihn gelesen, dass er es fertigbringt, dass der Plot jedes Mal von der Intensität der Erzählung überholt wird. Und ich weiß, haben Sie es eventuell sogar geschrieben? Nein, hätte er sein können. Ich fand das eine faszinierende Formulierung, weil das auch da in diesem Buch so ist. Und ich finde, das spielt eine wesentliche Rolle. Die politische Geschichte bleibt bis zur letzten Seite da. Diese politische Dimension, aber die Liebesgeschichte, dieses Verhältnis von Nele und Christian, das wird immer intensiver, immer dichter, dass ich mich zum Schluss so richtig zu einem naiven Leser degradiert sah, der richtig mitfieberte, Mensch, hoffentlich geht das gut aus, habe ich die ganze Zeit gebebt. Ist Ihnen das auch so gegangen? Das ist mir auch so gegangen, ja. Ich finde es schwierig, dass man die drei Romane nicht gegeneinander ausspielt und trotzdem klar macht, dass die so völlig unterschiedlich sind und zeigen, dass es wirklich verschiedene Formen der Weltwahrnehmung sind und auch der Wahrnehmung von Gegenwart und Geschichte. Und wenn ich mich entscheiden müsste, was ich für die richtige halte, geht es mir immer so, ich weiß es nicht. Also man hat ja selbst dann bei solchen Dingen auch, manchmal hat man einen disparaten Welteindruck und hat das Gefühl, man kann überhaupt nicht erzählen, was man heute erlebt hat und welche Welt man lebt. Und ein anderes Mal denkt man wieder, oh, ist alles so einfach. Ja. Und in dieser Geschichte, in dieser Liebesgeschichte, finde ich jetzt eben im Kontrast zu den zwei anderen Liebesgeschichten, Sie haben es ja auch schon gesagt, es fällt zum ersten Mal Liebe und Sexualität nicht auseinander. Im Gegenteil, es verdichtet sich immer stärker. Und es ist eben auch, die Figuren sind beide unsicher, ja. Die haben beide ihre Vorstellung über die Innenwelt des anderen. Ganz verblüffend bei den anderen zwei Autoren, die machen sich offenbar gar keine Gedanken, wie es in der Frau aussieht, ja. Die merken immer nur, wie sie von außen aussieht. Aber was die denken mag oder fühlen mag, ist komplett egal. Und in diesem bei Kleeberg nicht, nee, bei beiden eigentlich nicht ganz. Sie können mir sofort widersprechen. Ja. Aber diese Verletzbarkeit dieses Liebespaars finde ich eben, deshalb ist das eine ganz für gegenwärtige Verhältnisse eine ganz erstaunliche Liebesgeschichte, dass die Frau eigentlich auf eine seltsame Weise auf Augenhöhe kommt mit dem Helden, obwohl sie 10 Jahre jünger ist. Da können sie sich lustig machen über die und können sagen, meine Güte, hat die noch Ideale im Kopf und Theorien und überall weiß sie immer irgendeinen ganz wahnsinnig klugen Satz, wenn er sie verletzt. Und er macht sich nicht lustig über sie, sondern überlegt, was ist mit ihr los? Und es wird eben auch angespielt, was biografisch vielleicht mit ihr los ist. Und ganz dezent als eine der vielen Stimmen in diese Gegenwartsgeschichte eingewoben. Bei allen dreien spielt im Grunde genommen Adorno im Hintergrund so ein bisschen mit, explizit bei beiden. Minima Moralia wird bei Kleeberg besonders zitiert und da kann man die Forderung finden, man soll nicht in Alternativen denken und ich denke, das gilt sozusagen auch für diese drei Romane. Es sind drei verschiedene Formen der Weltsicht, aber man kann ja nicht sagen, dass es besser ist, nur von unten, nur von oben oder nur aus der Mitte zu gucken. Wir brauchen ja diese drei Perspektiven. Einverstanden?
Frau Reinacher? Es sind völlig drei unterschiedliche Bücher. Man muss allein mal den sprachlichen Zugriff ein bisschen verfolgen. In diesem Buch ist der, es ist wahr, was Sie gesagt haben, es sind so eine Abfolge von Bildern. Man kommt fast nicht mehr nach. Es ist ein Schwall von Sprache auch, mit der er versucht, eben diesen Bildern Herr zu werden, das umzusetzen. Und es ist, ich würde sagen, fast eine Sprachakribie. Aber es gelingt ihm auch was ganz Tolles, die Atmosphäre von Berlin. Zum Beispiel spielt er, das meiste spielt in Berlin, am Schluss in Paris. Diese Atmosphäre wird für meinen Begriff extrem authentisch wiedergegeben, gerade mit dieser Sprachbesessenheit. Also ich habe ja als, aus Zürich den fremden Blick in Berlin und ich habe alles wieder erkannt. Es wird so genau die Intellektuellen in Kreuzberg geschildert mit ihren Kleidern, mit ihren Fahrrädern. Es wird diese verblüffende Überwachungsmanie, die man in Berlin, die mich als Schweizerin in Berlin doch ein bisschen frappiert, genau geschildert. Also man sieht in Berlin-Mitte immer diese Polizeifahrzeuge und die, überall diese Polizisten. Das wäre bei uns undenkbar. Und diese ganze Atmosphäre von Überwachung, von... Da machen das die Bürger selber, gell? Habe ich das Gefühl, in der Schweiz. Ja? Das wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Aber ja, ich habe einfach gefunden, dass es ihm gelingt, diese Atmosphäre ganz authentisch hinüberzubringen. Mhm. So, jetzt müssen wir, glaube ich, an dem Punkt eine regelrechte Zäsur machen. Ich möchte ein Buch erstmal noch erwähnen, das gewisserweise im Hintergrund steht, nämlich einen amerikanischen Journalisten, der die Form der literarischen Reportage perfektioniert hat, Gator Lacey, Du sollst begehren auf den Spuren der sexuellen Revolution. Der versucht in einer Vielzahl von Reportagen, den Prozessen nachzugehen, die im Grunde genommen im Resultat der Beziehung von Nele und Christian enden, aber vorher diese beiden Umwege nehmen müssen, die Kleeberg und auch Menasse beschrieben haben. Und ich möchte noch auf eine Sache aufmerksam machen, ein Buch, das für mich selber in einer ähnlichen Weise eine Rolle gespielt hat, wie vor ein paar Tagen, als ich mit Pelzer fertig wurde, war ich noch mal, ich muss das so pathetisch sagen, regelrecht ergriffen. Als ich eine kaufmännische Lehre gemacht hatte, aus der DDR gekommen und danach nicht so richtig wusste, was ich tun soll, das haben wir heute Abend auch mehrfach erfahren, bin ich nach Rom gegangen und in Rom in die Sixtinische Kapelle und habe da Michelangelo gesehen. Und diese Bilder von Michelangelo, die haben auf mich einen derart enormen Einfluss ausgeübt. Die haben mich richtig gepackt und in einer Intensität ergriffen, dass ich wusste, kaufmännischer Angestellter wirst du nie. Und zum Glück habe ich das dann irgendwie geschafft, Abitur nachzumachen. Und Michelangelo ist sozusagen immer im Hintergrund gewesen als eine Art von Initialzündung, jetzt ganz sicher einen anderen Weg zu gehen. Und jetzt gibt es ein Buch, ist nicht ganz billig, aber es ist einfach doll. Und die Kunsthistoriker haben das auch alle entsprechend gewürdigt. Horst Bredekamp zum Beispiel in der Zeit eine große Rezension geschrieben, dass es wirklich das Standardwerk über Michelangelo ist und sein gesamtes Werk in einem Katalog gleichsam bietet. Ich würde das gerne hochheben, aber das wiegt nahezu 10 Kilo und ich habe dann die Angst, dass mir die Hand abbricht. Ich kann es Ihnen nur so empfehlen, wenn Sie mal ein großes Geschenk brauchen, lassen Sie sich dieses Buch schenken. Dankeschön. Wurzelkinder und ihre Geschichten. Ganze Generationen sind mit diesen Bildern